Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Rainbow Six Siege Video. Heute möchte ich mich mit euch über einen Operator unterhalten, der wirklich eine Achterbahn der Gefühle durchgemacht hat. Und zwar Ella. Zu Beginn war Ella einer der overpoweredsten Operator, die wir mit Lion zum Beispiel ins Game bekommen haben. Die Scorpion hatte 50 Schuss, überhaupt gar keinen Recoil und die Griswold Mines hatten jeden erdenklichen Debuff, den man sich überhaupt vorstellen kann. Dauerte allerdings eine Weile, bis Ubisoft Ella dann tatsächlich genervt hat, aber sobald die Nerfs kamen, ging es mit Ella auch steil bergab. Denn statt die Griswold Mines zu nerven, hat sich Ubisoft hauptsächlich auf die Waffe konzentriert, die war nun mal auch der Gegenstand der Problematik. Man hat die Magazinkapazität genervt, man hat den Recoil so heftig verändert, dass die Scorpion und Ella am Ende damit unspielbar waren. Ella kommt aber seit einigen Seasons wieder und das hat damit zu tun, dass man inzwischen gesagt hat, okay, das Gadget ist das, was tatsächlich das Frustrierendste ist, lass die Waffe wieder ein kleines bisschen besser machen, dafür das Gadget nerven und jetzt findet sich Ella in der einen oder anderen Strat tatsächlich immer mal wieder. Außerdem profitiert Ella deutlich von den Recoil-Changes, die wir mit dieser Season Brutal Swarm bekommen haben. Und deshalb stelle ich mir die Frage, ist Ella vielleicht einer der besten Solo-Queue-Operator, die wir zurzeit im Game haben? Alles, was ich euch jetzt zeige, ist natürlich Personal Preference. Also egal, welches Loadout oder welche Attachments ihr spielen wollt, das liegt an euch. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Das hier soll einfach nur eine kleine Hilfe sein. Ich persönlich spiele die Shotgun so gut wie gar nicht, es sei denn, ich bin im 5er-Squad unterwegs und man sagt mir, okay, kannst du bitte diesen einen kleinen Bereich der Map verteidigen? Und da wäre zum Beispiel Blue Stairs auf Bank ein ganz gutes Beispiel. Hier setzt man öfter mal einen Operator mit einer Shotgun rein und der versucht dann so lange wie möglich die Blue Stairs und mit seinen Teammates unten on-site quasi den Serverbereich zu halten und so ganz, ganz viel Zeit rauszuholen. Problem ist nur, sterben alle deine Teammates und du bist mit der Shotgun alleine, kannst du dich fast nicht wehren. Bei der Secondary haben wir keine große Auswahl, also brauchen wir hier nicht groß drüber reden. Und ob ihr einen Schild oder einen Stacheldraht mitlegt, liegt wirklich an euch und an der Strat, die ihr spielen wollt. Da allerdings die Griswold Mines eine ähnliche Aufgabe erfüllen wie auch ein Stacheldraht, nämlich euch ein akustisches Signal geben, wenn sich ein Attacker irgendwie nähert, tendiere ich eher dazu, das Schild mitzunehmen und das lässt sich nicht nur in Full Squads, sondern halt eben auch mit Randoms eigentlich immer sehr gut einsetzen. Kommen wir als nächstes einmal zu den Attachments. Da der Flash Hider eine größere horizontale Abweichung hat als der Compensator und außerdem der Compensator grundsätzlich in den ersten 10 Bullets sich sehr, sehr easy anfühlt, tendiere ich eher dazu, den Compensator und den Silencer für mich zu nutzen. Welches ich tatsächlich mitnehme, hängt so ein kleines bisschen vom Bock und auch der Tagesform ab. Und der Muzzle hat mich wirklich überrascht, da muss ich sagen, die ersten Bullets waren wirklich sehr, sehr nice. Aber grundsätzlich ist der halt eben nicht dazu gedacht, zu Mac-Dumpen, sondern ist eher für DMRs und Ähnliches geeignet. Okay, sehr gut. Wir befinden uns hier gerade in Trophy und Statuary und hier möchte ich euch die erste Möglichkeit zeigen, wie man Ella ganz gut mit einsetzen kann. Und zwar habe ich jetzt mal die Shotgun mit dabei, aber ich würde hier normalerweise die Scorpion spielen. Es geht mir nur einfach darum, dass ihr die Rotations einmal gesehen habt. Okay, also ihr habt natürlich euer Schild mit dabei und positioniert das hier in Astro. Die Idee von dieser Strat ist es tatsächlich, dass wir Astro verteidigen wollen, also diesen Bereich hier. Der ist nun mal ein Key-Element, wenn man hier verteidigt. Und wir packen dafür einfach das Schild hier in Richtung vom Bathroom hin. Man kann es auch ein kleines bisschen weiter zurückstellen tatsächlich. Und zwar hier hin. Ist vielleicht sogar ein bisschen besser, weil dann könnt ihr hier in Richtung Solid noch ein kleines bisschen engagen. Relativ safe. Aber da schaut ihr einfach für euch selber. Ich pack's in der Regel eigentlich lieber ein kleines bisschen hier nach vorne. Ich habe trotzdem natürlich die Möglichkeit, hier diese Richtung zu spielen. Okay, hier haben wir häufig ein Reinforcement. Das ist auch relativ wichtig, um einmal natürlich Astro und Trophy so ein kleines bisschen voneinander zu trennen. Das bedeutet, dass man halt eben hier nicht zu viel an einer Seite ist. Und ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, auch über die Rotation in Richtung von Nighty zu engagen. Okay, das hier ist so der grobe Aufbau. In der Regel ist es natürlich am besten. Ihr habt noch einen Jäger und Vermai im Team. Selbst wenn ihr einen random Jäger und Vermai habt, könnt ihr ihn darum bitten, hier irgendwo Magnets und auch natürlich ein ADS zu platzieren, um dieses Schild zu nutzen. Aber habe ich jetzt natürlich keine Möglichkeiten, weil ich keinen zweiten mit dabei habe. Aber eignet sich halt natürlich hier oben sehr gut, wenn man da die Vermais hinpackt. Auch hier zum Beispiel gerne oder auch da. So, die Frage ist jetzt, was kann uns in diesem Moment hier gefährlich werden? Das ist natürlich einmal die Astro Stairs, Bathroom, theoretisch auch der 90-Bereich. Und hier ist immer die Frage, okay, spielt ihr alleine oder seid ihr im Team mit unterwegs? Habt ihr Teammates, mit denen ihr auch immer reden könnt, die sagen können, ob im 90 was passiert oder im Bathroom was passiert? Oder müsst ihr euch selber supporten? Wo eine Griswold Mine auf jeden Fall immer sehr, sehr gut ist, ist einmal hier unten. Die könnt ihr hier hinpacken. Und die gibt euch eine Information, ob eine Nuke zum Beispiel oder irgendein anderer Operator die Astros, der es pusht. Barbed Wire hier macht sich natürlich auch sehr gut. Den könnt ihr selber allerdings nicht mitnehmen, weil ihr aber das Schild spielen wollt. Aber diese Griswold ist halt sehr gut, um halt hier eine Info zu bekommen. Weil hier kann sich ein Attacker wirklich easy hochsneaken. Die nächste packe ich gerne einmal hier mit hin.
Die sieht man vom Fenster zwar so ein kleines bisschen, also ihr könnt sie auch zum Beispiel hierhin packen oder dahin, ja. Es geht einfach nur darum, dass ihr mitbekommt, wenn jemand über den Bathroom-Bereich kommt. Diese Wand hier wird übrigens auch reinforced, aber es geht ja jetzt gerade nicht um die Wände. Dafür könnt ihr euch meine anderen Videos anschauen, weil da gibt es auf jeden Fall Infos. Genau, aber eine Grismod hierhin, um mitzukommen, wenn sich hier jemand nähert. Weil was nämlich passieren kann, wenn ihr hier unterwegs seid und jemand hier von Nighty engaged oder hier engaged jemand, dann bekommt ihr das mit, sobald jemand über Bathroom kommt. Die dritte Grismod Mine könnt ihr natürlich überall hinpacken, wo ihr wollt. Was ich gerne mache, ist, dass ich sie hierhin schieße oder, was auch funktioniert, ist hier oben an die Lampe. Auf jeden Fall möchte ich damit halt einfach mitbekommen, wenn sich jemand dieser Double-Tür hier nähert. Weil mein Positioning hier hinten in Astro kann natürlich unglücklich sein. Es ist schön, wenn man sich hier befindet, ja, also hinter dem Schild und hier vorne und damit das Reinforcements in Richtung 19 nutzt, aber es ist trotzdem halt eben schön zu wissen, wenn hier jemand kommt. Und das könnt ihr halt über eine Grismod Mine sehr, sehr gut machen. Kann sie auch ein bisschen hier reinpacken, um das Window nochmal mit zu safen. Aber das ist so ein Ding, wo ich sie halt gerne, also ich packe sie gerne hier hin. Key-Moment, der für mich wichtig ist, ist halt gerade am Anfang der Runde, ob hier eine Amaru oder jemand über den 90-Bereich nach vorne kommt. Ihr könnt sie auch hier unter den Stuhl packen zum Beispiel. Aber das ist das Setup, so wie ich es hier spiele. Und das ist halt kein Roam-Setup in dem Sinne, sondern es ist halt einfach Close-Sight. Aber trotzdem kann man halt Ella hier sehr, sehr gut benutzen. Alle anderen Operator, die natürlich in die Richtung gehen, selbstverständlich auch. Man könnte mit Ella aber auch noch ein kleines bisschen heavier auf den Roam gehen und das machen wir jetzt hier mit Ventilations und Workshop. Wir gehen ein komplettes Stockwerk mit nach oben und nutzen Ella jetzt einfach mal, um quasi den Topfloor mitzuhalten. Ist traditionell etwas, was man gerne bei dieser Site tut. Man möchte halt eben versuchen, so lange wie möglich die Angreifer daran zu verhindern, immer vertikal zu spielen. Wir reinforcen zum Beispiel hier diese beiden Wände und nutzen das klassische Schild, was wir mitnehmen können, einfach mal hier vorne in Richtung, nicht optimal platziert, aber in Richtung eines eventuellen Breaches. Das heißt, wir halten hier Armory mit Ella. Es ist natürlich jetzt sehr schön, wenn ihr noch einen Teammate habt, der euch sich zum Beispiel um Archives kümmert. Ja. Diese Wand hier vorne würde man auch reinforcen. Das machen wir aus Zeitgründen jetzt erstmal nicht. Die Frage, okay, wie können wir mit unserer Utility jetzt sehr gut umgehen? Was natürlich super gefährlich ist, gerade wenn man hier oben mehr oder minder alleine ist, ist, dass man halt klar in Richtung Armory verteidigen kann, aber von Archives gut angegriffen werden kann. Hier kommen die Angreifer sehr, sehr gerne über die Tür oder halt eben über das Fenster. Und das bekommt man halt vielleicht nicht unbedingt mit, wenn man gerade in einem Gunfight ist oder ähnliches. Das heißt, nur ein Beispiel für diese Grismod, man könnte die überall hinpacken. Ja, man könnte sie über die Tür werfen, man könnte sie über das Fenster werfen, man kann sie aber hier, finde ich, ganz gut einfach so platzieren, dass beide damit getroffen werden. Man könnte auch sagen, okay, Fountain wäre noch eine gefährliche Geschichte, ich packe meine nächste Grismod hier oben in den Fountain-Bereich. Damit ist Archives mehr oder minder durch ein akustisches Signal gesichert, also da kann erstmal nichts passieren. Und die letzte packen wir dann zum Beispiel noch hier in den Metal-Detector-Bereich. So, das heißt, wir können uns hier in Armory ganz gut bewegen, ja, können aufpassen, dass wir halt hier gegen die Tür verteidigen, den Breach verteidigen, wir bekommen aber in der Regel ein akustisches Signal, sollte halt eben hier jemand in die Traps laufen. Klar, die können auch denied und gedroht werden, aber da kann man sich mehr oder minder erstmal drauf verlassen. Es ist natürlich trotzdem immer besser, hier oben noch ein Teammate zu haben, aber so habt ihr halt die Möglichkeit, das Objective zu spielen und mit Ella halt einen relativ großen Bereich zu halten. Also nicht nur mit dem Schild, sondern halt eben auch mit den Grismods, den kompletten Topfloor über der Site mehr oder minder zu defenden. One more, I think. Op 4, last stop standing. Op 4 eliminated. Mission successful. Playing my trump card. One friendly remaining. Are we all inside now, running in? Bomb has been located by Op 4. Oh, yeah.
Simples. Ja, weiß ich nicht, ernst genommen. The bomb diffuser has been successfully deployed. No play. Diffuser located. Seconds left. 10 seconds to go. Das war dann mein Take zu Ella. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie ihr Ella seht. Ist sie für euch ein starker oder ein schwacher Operator? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Wie setzt ihr Ella ein? Deckt sich das mit dem, was ich so mache? Oder habt ihr eure ganz eigenen Strategien? Wenn ihr Bock auf mehr solcher Videos habt, dann abonniert natürlich den Kanal. Lasst gerne auch ein Like oder einen Kommentar da, wenn ihr sonst irgendwie das Ganze hier supporten wollt. Das hilft mir wirklich sehr. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.